und bin von daher dann in diesen fantastischen Raum der präperinatalen Erfahrungen gekommen. Und seither arbeite ich, seit 96 arbeite ich mit Kindern, Familien, mit Erwachsenen, wenn es darum geht, Erfahrungen aus der präperinatalen Zeit, also vorgeburtlichen Zeit oder Geburtszeit, anzugucken, weil immer wieder Leute da sind, die spüren, da ist etwas, das mich immer wieder im Leben beschäftigt oder immer wieder im Leben auftaucht. Und sie finden wie keinen Schlüssel dazu, warum ist denn das so oder warum muss ich immer an diesen Platz zurückgehen. Da sehe ich dann, wie sehr diese Verbindungen eben da sind, was von ganz, ganz früher Erfahrung, wo die Kinder in dem, was sie erleben oder erwachsen, was sie erleben, merken, hey, da fehlt etwas oder da fehlt mir irgendwie ein Zusammenhang, damit ich da diesen Schritt machen kann, um den nächsten tun zu können oder in etwas Neues eintreten zu können. Und dann hat er gesagt, Mama, das weiß ich. Da ging mit ganz viel Blut und ich konnte ihm nicht Tschüss sagen. Und dann haben, das war so stark. Also wie wenn es für ihn war das so klar. Das ist ein Bruder, der heißt so und so. Und wir haben alle Rituale gemacht, wie wir ihn integrieren können, wie wir die Erinnerungen ihn herholen können. Und vor allem, was dann geschehen ist in der Schule, er war innerhalb von 4 Wochen, hat er alles aufgeholt. Und jetzt hat er das Abitur gemacht. Wow. Und vorher sollte in die Heilberufliche Schule. Und ja. ich kann es nachvollziehen, er war so in diesem Dilemma. Wenn ich meinen Weg gehe, dann muss ich meinen Bruder verraten. Und wenn ich aber auf die Seite des Bruders gehe, dann kann ich meinen Weg nicht gehen. Also sie sind in diesem, wie wir sagen, in einem Doppelbein, in einer Doppelbindung. Wo immer ich bin, das fühlt sich nicht richtig an. Und was machen die? Dann gehen sie in die Lernung rein. Das sehe ich auch bei vielen Erwachsenen.